Leute, und ich bin's hier mit einem neuen Video. Ja, heute will ich einfach mal dieses Video aus Vietnam, glaube ich, analysieren. Beziehungsweise, ja, ich könnte auch sagen, es ist mein chinesischer Diener und der zeigt uns jetzt mal das neue iPhone. Also erstmal, wie wir sehen, an den Seiten Silber, hinten schwarz und aus Glas, genauso wie vorne. Eine Kamera hinten mit Blitz und 16 GB stehen drauf. Wieder mal hergestellt in China. Und es hat eine Frontkamera, wie wir sehen können. Da das fürs Ohr. Da ist der Home-Button. Ja, jetzt. Das ist genau dieselbe Größe wie das normale iPhone. Jetzt sehen wir allerdings, hier haben wir wieder lautlos und laut. Und die beiden Knöpfe für das leiser und lauter Stellen sind auseinander. Das ist ein Unterschied. Und hier an der rechten Seite ist jetzt der SIM-Karten-Slot. Unten sind die Mikrofon- und Lautsprecher und das USB-Teil. Und oben ist der Sleep-Wake-Button. Da. Ja. Das wäre es erstmal zum Aussehen. Und. Ja. Unten rechts, unten links steht eine kleine Schrift mit irgendwelchen Terminals oder so. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Scheint irgendeine Testsoftware oder sowas zu sein. Ja, und jetzt kommt der Vergleich mal mit dem iPhone 3GS, des vorherigen iPhones. Man sieht, es fallen vor allen Dingen auf die noch etwas runderen Ecken, aber dann auch die, die Flachheit hinten drauf. Das heißt, erstmal sind die Geräte gleich groß, aber hinten ist das iPhone 4G flacher als das 3GS, das heißt, es fällt auch insgesamt ein bisschen dünner aus als das vorherige iPhone. Ja, und sieht halt richtig schick aus. Jetzt wird mal der SIM-Karten-Slot geöffnet. Dann wird eine SIM-Karte eingelegt. Da kann eine SIM-Karte eingelegt werden an der Seite. Ich glaube, die sind einfach nur ein bisschen zu blöd dafür. Wie auch immer, auf jeden Fall an der rechten Seite kann der eingelegt werden. Ja.